Ja, hallo, 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 meine Lieben. Ja, ich spiele mal das große World of Tanks für euch. Eigentlich spiele ich ja lieber Blitz, so prinzipiell. Aber Grafik und Sound, da kommt es halt einfach nicht annähernd dran, muss man ganz, ganz ehrlich sagen, meine Lieben. Deswegen spielen wir heute mal das große und gucken mal, wie es läuft. Seien wir offen, bestimmt nicht gut. Aber ist kein Problem. Wir lassen uns hier gerne auseinanderschießen für euch im Stream und schauen mal, wie es läuft. Ach so, Twitch Drops. Siehst du, scheiße, da sollte ich vielleicht mal reinschreiben. Ich habe ja auch Twitch Drops. So, ich habe mal den Tag noch geändert. Hallo Hasi. Ja, dann gehen wir mal direkt rein in den ganzen Spaß. Ich werde mich bestimmt ein bisschen öfter mal verdrücken, weil ich hier ein bisschen was umstellen musste. Ich hoffe, das ist aber okay. Warum ist denn jetzt mein Licht so hell, dass ich hier anfange zu funkeln? Na, wer weiß das schon. Warte mal, ich muss mal, glaube ich, hier ein bisschen rausnehmen. So. Gut. Aber es sieht vielleicht auch im hellen Bild hier gerade. Ja, mein zweiter Mann, der eigentlich mitfahren wollte, der alte Botkowski, der Tobi, der ist nicht da. Statik ohne ihn. Fahr mal den Achter zum Moi. Fahr ich im Kleinen auch sehr, sehr gerne. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Ja, genau. Ja. Schauen wir mal, wie es läuft. Auch so soundtechnisch und so weiß ich jetzt nicht, wie das hier alles so rüberkommt. Aber lassen wir uns überraschen. Schauen wir mal. So, was haben wir denn? Oh, nice. Wir sind Top-Tier. Ich glaube, die Sounds könnten hier tatsächlich lauter. Das muss ich mal eben noch schnell umstellen für euch. Wo ist eigentlich Umgebung? Ach, die Musik ist nur ein bisschen leiser. Okay, sollte eigentlich hinkommen. So. Auf geht's. Lassen wir uns zerschießen. Woohoo! Hey, Kekspot, mein Lieber. Grüß dich, grüß dich, grüß dich. Ah, ihr seht's ja selber. Also, grafisch ist es natürlich schon ein Zacken schärfer als das Kleine. So, mal gucken, ob ich hier abstinke an der Posi, wo ich hinfahre. Wird es wahrscheinlich Fratzengeballer ohne Ende für mich geben. Und zwar ist es die hier. Ich wäre eigentlich sogar noch einen weiter, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu spät bin. Oh, Mutti, betet, dass ich jetzt nicht zerschossen werde. Okay, ich habe es geschafft. Oh, oh, der piekt hier schon raus. Oh, da direkt eine dicke Schelle bekommen. Boah, da ist die Sue geplatzt. Ich bin eigentlich ganz froh, dass meine erste Runde nicht so gelaufen ist. Den mache ich weg. Den habe ich gekillt, Baby. Den habe ich verschossen. Oh. Ja, das ist schon mal gut gelaufen. Sungwa ist hier wirklich in diesem Game eine viel größere Waffe, als es in dem Kleinen ist. Aber ich mache hier auch schön den Spot. Ich kriege hier schön Spot-Damage. Den Kraken hat schon mal jemand gefangen. Ist aber schon eine Weile her. Hast du ihn gerade rausgeholt oder was? Oh, Leute, diese Sounds, ey, oder? Ey, da kriegst du doch echt. Ne? Krieg ist scheiße, Alter. Aber der Sound ist fucking geil. Da kriegst du ein zu viel. So, der Reload dauert natürlich ewig bei 6 Mumpeln im Rohr. Ja, oh, ja, da pusht mein Team hier schon ein bisschen. Problem ist, ich kann hier auch nicht zu weit raus. Ihr seht es. Die ganzen Niffer, die stehen hier schon. Oh! Somewhere for to win, ihr Bitches.
Okay, ich will mich hier nicht zu weit rauswagen. Dafür ist noch einfach zu viel Damage da. Löwe, Tiger, AMX, 5100. Ich halte mich mal kurz ein bisschen zurück. Mach nochmal meinen Reload fertig. Und dann schnetze ich nochmal mein Magazin raus. In der Runde habe ich schon eine WN8 von 1800 geschossen. Also richtig läuft. Wird aber nicht so bleiben, verspreche ich euch. Normalerweise krepiere ich schneller. Ich hatte einfach Glück, dass da die Leute ein bisschen schlechter waren. Ja, es ist nicht mein... Ich habe 3 Accounts, ne? So ist nicht. Und das hier ist mein Casual-Account, so. Wo mir die Stats relativ egal sind. Aber ich habe es wirklich kaum angefasst, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja nur noch Blitz gespielt. Und es ist schon so lange her. So, jetzt könnten wir schon fast pushen. Komm, STA. Das ist asozial, was ich gerade mit dir mache. Aber es gibt nur einen Weg und der heißt Angriff, mein Freund. Wir sind hier mit einer Panzerarmee von... Ach, scheiße, einfach mal verdammt viel, Junge. Da steht ein Panzer und du willst stehen bleiben. Oh. Ja, guck mal, ich komme nicht mal zum Schuss. So rasieren wir die Leute hier. Schöne Truppe, die hier gerade unterwegs ist. Ihr seht das, Leute, wenn das so läuft, ne? Ach, das ist scheißegal, was dir entgegen... Oh, da habe ich einen kommen lassen. Das sind diese Momente in dem Spiel, wo du einfach nur die Fresse halten musst. Wow. Boah, da habe ich aber die Hütte verkriegt. Warum ist denn meine Kamera so fucking hell eingestellt? Warum leuchtet denn heute so? Oh, ich muss mal ganz kurz. Es ist mir hier viel zu hell. Ja, also grafisch, Schatz, kannst du es halt nicht vergleichen mit dem anderen, ne? Guck mal, jetzt wird da ein Schuh draus. Hier ein bisschen dunkler, das Ganze. Hey, der wird heller. Das ist mehr Kontrast. Warum sehe ich denn heute so? Ich bin, glaube ich, ganz schön fertig. Naja, wir lassen es mal so oder so ähnlich. Ja, aber ich denke, wir werden die Runde holen. Ich habe 1800er WNA geschossen. Oder sie verkacken es wirklich noch. Irgendwo da hinten, und das ist halt bei diesem Spiel, was mich früher auch schon mal so genervt hat. Irgendwo da hinten sitzen die Schweine. Jetzt ist irgendwie zu dolle hier mit Farbe und Kontrast. Soll das hier gerade noch mal in der Kamera umstellen? Muss ein bisschen, aber mich nervt das, wenn es so aussieht. Ja, hier nicht wieder der Krebs werden. Ach, wer weiß es denn schon. So, aber erste Runde ist auf jeden Fall schon mal ganz gut gelaufen. Kann ich auf jeden Fall mitleben. So. Schauen wir mal rein hier zur Garage. Ihr Neffer. Oh, scheiße, es ist so heiß. Warte, ich brauche mal echt meinen Ventilator. Sonst sterbe ich hier den Heldentod für euch auf meinem Stuhl. Wirklich. Boah, da fliegt der echt die Suppe aus der Arschritze, wenn du hier einfach sitzt und nichts tust. Ja, dann nehme ich mal hier. Und 63% Winrate habe ich mit dem hier. Mit dem Sumba nur 54%. Ich habe aber auch deutlich schlechtere Panzer, könnt ihr mir glauben. Ach, Sumba kommt sogar gerade wieder. War ja wohl ein Sieg. Jawohl. Okay, sehr schön. Also, dann nehmen wir nochmal den Sumba. Einfach, weil ich ihn gerne fahre. Marc ist auch am Start. Nee, wo ist er? Weiß ich nicht. Ah, keine Ahnung. Ah, da ist er. Moin, moin. Ja, nice. Wir haben wieder Achtergefecht. Wir haben auch Sumba im Gegnerteam. Ja, sind schon ein paar Knaller dabei, auch wieder Scorpion G, der mich gerade übrigens auch weggefressen hat. Wir haben auch selber einen Udis und 2 Scorpions. Problem ist, meine Map-Kenntnis ist nicht mehr wirklich vorhanden. Bei der Map gerade wusste ich, wo ich mich hinstellen kann. Oder? Das läuft, wa? Hab mir ein bisschen Mühe gegeben hier. So, hier noch Ketten, ihr guckt. Bei der Map... Ach so, doch, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Gerade links, sondern wieder rechts. Würde ich jetzt fahren. Zumindest bin ich da sonst immer hingefahren. Hier in der City quasi. Und dann trifft man in der City face on face. Da ist nur ein Haus dazwischen eigentlich aufeinander. Face to face, baby. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Aber ich bin nicht ganz sicher. Von Haus aus deutlich schlechter. Wobei... So, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, weil hier vorne ist nämlich der Point of Contact, den ich euch gerade genannt habe. Das meinte ich hier mit dem Haus nur dazwischen, wobei eigentlich fahren die Gegner mal weiter vor. Oh, scheiße, ich hab...
bin so ein Deme. Scheiße, ich hätte wenigstens die Kette zerstört. Ja, ich habe so ein Add-on drinne. Das habe ich ganz schlecht gerade geschossen. Und richtig in die Fresse gekriegt. Das war schlecht. Ich muss das mal umstellen. Ich habe meine Mausbelegung von Bioto Blitz gerade benutzt. Um halt Kette zu reparieren. Aber die habe ich hier nicht. Ah, Skoda kommt. Nein, von hinten. Okay, jetzt haben die uns übelst überrannt. Das ist eine Runde, wie sie nicht laufen sollte, meine Hübschen. Ich level auch gerade auf das Mäuschen hier, glaube ich. Oder auf den, auf den EN100. Ich glaube, ich auf den EN100. Bin gar nicht ganz sicher, was ich hier angefangen habe zu leveln. Wir könnten da natürlich auch weitermachen. Aber nee, VK war, glaube ich... Warte mal, Forschung. Ich glaube, ich level gerade auf... Nee, auf Maus sogar. Warum habe ich denn auf Maus bitte gelevelt und nicht auf E100? Bin ich blöd? Warum will ich denn hier die Maus haben? Eigentlich will ich die doch gar nicht. Naja. Ja, bei den Russischen bin ich auch gerade dabei, aber irgendwie, ich weiß, IS3 ist super. Aber in diesem Spiel, ich kann es ja mal spielen, hau ich echt in den Sack mit der IS3. Das ist irgendwie... Marborek, grüße dich. Ein wunderschön, mein Lieber. Achso, ja, guck mal, ich habe den Chat jetzt da oben hingepackt. Ich wusste nicht, ich habe das ganz neu gemacht, das Layout für, aber stört es da ein bisschen? Wahrscheinlich schon, ne? Pass mal auf, ich setze das mal woanders hin. Cam Chat, siehst du, ist ja alles hier Training halt, nicht ausmachen. Aber wenn es hier oben ist, dann sieht man aber die Gegner nicht. Na, wir lassen es mal doch hier. Wir lassen es mal doch da, mal gucken. Solange keiner schimpft, lassen wir es so. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, Paris, Frankreich. Ah, sieht schon so lecker aus, ne? Also hier so die Panzer und so. Da muss Blitz noch ein bisschen was draufpacken. Unten neben die Minimap ist ein guter Platz. Stimmt. Eine sehr gute Idee, mein Lieber. Danke, danke, danke. Werde ich gleich machen, nur jetzt fahre ich gerade. Das ist eine sehr gute Idee. Da stört es noch weniger, ne? Da kommt bloß immer die Schussergebnisse und so hier, wenn du Alt drückst. Jetzt habe ich natürlich noch nichts gemacht. Ja, ich weiß, hier unten ist immer Ballett und hier oben ist auch Ballett. Mal schauen. Da unten ist nämlich schon der AMX. Was haben wir eigentlich für ein Gefecht? Oh, Neuner sind mit dabei. Ja, ich stehe hier irgendwie ungünstig. Hier wollte ich eigentlich nicht so hin. Jetzt hat sich hier Tiger auf meinem Placement, auf meinem Platz hier gedrängelt. Jetzt hier ein großes Tank-Cushion angesagt. Aber wenn ich zu viel wage, kriege ich zu viel. Der T30, dem ist auch scheißegal, ob da der kleine IS3 steht. Wäre es mir vielleicht auch. Oh, kritischer Treffer, ist das dein Ernst? Abzupengen, Alter. Ey, warum hat denn oben keiner durchgemacht? Ah, T30 hat's gerafft. Weil sonst wären wir hier gleich von oben nämlich zerschossen. Und das will hier keiner von uns. Und Digga, beweg dich mal ein bisschen, damit ich hier bitte vorbeischießen kann. Exakt, genau so. Diese Sounds, ey, ich krieg wirklich Gänsehaut, ne? Gebämst hab ich ihn! Woohoo! Was für ein schöner Schuss, Alter. Durch die Brücke, hinten überall an einem vorbei. Da steht er, meine Freunde. Aber gerade so habe ich ihn erwischt. Oh nein, die Schildkröte. Oh, fuck, T95. Da komme ich ja nirgendwo durch. Ah, doch da vielleicht... Nee. Ja, T95 ist natürlich auch hier ein hart gepanzertes Drecksschwein. Oh, wir haben hier oben immer noch Kontakt. Nicht bewegen bitte. Die ist eine russische Kanone.
Guck mal, ich war voll drauf, ne? Vielleicht kann ich noch reinkommen. Lass uns ein bisschen unten gucken, was da passiert. Oh, jetzt wollen sie es richtig wissen hier, die Hunde. Wir haben oben nicht dicht gemacht. Das ist natürlich richtig schlecht, dass die überhaupt hierher fahren konnten. Ah, T95. Oh, oh. Oh, Leute! Ah, das darf nicht passieren, ne? Oben müssen mindestens 2, 3 stehen, damit nämlich wir nicht da von oben gebasht werden. Ärgerlich. Meine WN8 war auch nicht gut, die Runde. 782. Ich sag ja, ich fahre IS-3 und das läuft einfach nicht. Das ist gerade wie ein Fluch bei diesem Ding. So, ich werde erstmal den Chat verschieben. Das war eine sehr gute Idee von Marborek. Guck mal, hier irgendwo. Naja, ganz hier passt da nicht hin. Aber hier so. Gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Oh, da haben die mich auseinandergeballert. Aber das Team könnte trotzdem das Ding gewinnen. Ja, T95, ihr seht es. Guck mal, alle haben auf seinen Coppola geschossen. Seht ihr die Farben da? Unglaublich. Ey, wenn der zu dir vorwärts steht, ne? Da kackst du einfach nur rein. Leute, Leute, Leute. Also nicht mal der Coppola ist ein Safe Hit. Und ja, oben habe ich schön auf den Coppola gezielt, voll eingezielt, auf gar nicht weit. Und trotzdem ist die Murmel einfach ins Nirvana geflogen, ja? So, also nachdem ich eine sehr gute Runde mit den Sumo hatte und eine sehr schlechte. Es wird jetzt noch eine gute Runde fahren, habe ich gehört. Wo ist er denn? Da. Ja, ich weiß nicht. Botkowski wollte mit mir fahren. Deswegen habe ich eigentlich 2 Blitzer fahren, das große, geschrieben. Aber irgendwie hat der Tobi mich gerade hängen lassen ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. Fahre ich halt alleine. Scheiße, auf der Line weiß ich nur, wo ich mit dem Met hin muss. Aber ich komme mit Heavy hier hoch. Mal gucken, was die anderen machen. Ich fahre einfach hinterher. Wird schon gut gehen. Ah, diese Sounds, ne? Ach, herrlich. Ich muss mal ganz kurz was probieren, Leute, weil ich habe das vergessen einzustellen, glaube ich. Ja, scheiße, ich wusste es. Er ist groß. Ah, ich hab's geahnt. Naja. Benutze ich in dem Stream nicht. Das ist mein kleiner Rage-Kumpel. Der rastet immer mit mir ein bisschen aus. Achso, doch, nee, doch, ich weiß, was hier passiert. Ah, ja, ja, doch. Es kommt nochmal gleich so eine Senke, da kommt eigentlich nochmal so ein kleines. Wobei, nee, hier ist das Tal schon, wo man immer fightet, ne? Oh, ich bin irgendwie voll raus beim Großen. Aber doch, ja, doch, nee, doch, wie ich gesagt habe. Ich glaube, hier kann man eigentlich noch ein bisschen hochfahren, ohne zu sterben. Eventuell. Aber hier muss ich langsam aufpassen, weil sonst knallen die hinten die TDs. Oh, der Scorpion ist auf. Das ist natürlich. Oh, das ist natürlich so verlockend, ne? Na, jetzt hat er sich natürlich gut bewegt. Ja, ich werde hier nicht gegen beide rauspushen. Wo ist denn mein Team? Ah ja, doch, die sind auch schussbereit. Vielleicht könnte ich das sogar wagen. Der Skoda ist da hinten gut hingefahren. Ich muss diesmal ein bisschen geduldiger sein. Ich darf hier nicht so euphorisch, es ist kein Blitz, wo man einfach rausdrückt. Ich müsste ihn ein bisschen locken. Ja, eigentlich genau so. Jetzt müssten noch meine Boys schießen können, oder? Aber er mich. Oh, da hinten ist auf jeden Fall die Arti mit drauf. Ich habe mich gefragt, warum die noch nicht früher auf den 53 TP geschossen haben. Ach, come on. Ich krieg ihn hier nicht. Ah, Funker. Scheiß drauf. Braucht keiner. Oh, richtig schlecht. Kriege ich jetzt noch eine Schelle. Von dem bin ich raus. Und ich habe genau 0 Schaden geschossen. Das ärgert mich gerade. Gewaltigst. Ich kriege mein Rohr nicht runter. Ich habe auch nur noch 4 im Clip drin. Ne? Nice. Er zieht woanders hin. Er hat geschossen. Nein, warum? Warum Arti auf mich? Nein, nein, du willst mich gar nicht töten. Doch, willst du. Mein Schuss ist nicht mehr durchgegangen. Oh, Leute, Leute, jetzt kacke ich richtig rein. Oh, ich hab's geahnt, dass so läuft. Okay, ich muss was anderes spielen.
Mann, da habe ich so gut angefangen, ne? Voll gefeiert. Aber der IS-3 hat anscheinend gewonnen. Die müsste ich auch spielen, weil ich nämlich gerade auf, ich glaube, IS-7 Level ist das, ne? Genau. IS-Objekt und IS-7. Da habe ich ein bisschen Bock drauf. Deswegen, ich werde ihn mal noch ein bisschen zocken, wenn er frei ist. Aber die Runden laufen mit dem oft nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ihr seht es, da habe ich nur eine 32%ige Winrate drauf. Das Ding ist irgendwie... Ich weiß nicht warum. Ist nicht meiner. Und nebenbei level ich noch auf die Maus. Dann hole ich mir einfach die Maus und gehe dann noch den Weg unten lang zum E100. Der Tobi sagt, glaube ich, er hat auch nur bis Tier 6 gespielt. Das heißt, ich hätte da ein bisschen weiter leveln können auf den E100. Weil einen 6er habe ich auch. Guck mal, was haben wir hier? Reines Achtergefecht, das ist cool. Nee, ach, Arti, wirklich, Bulli. Ah. Nee, Arti ist halt echt nicht so meins. Muss ich offen zugeben. Ich habe natürlich Artis, aber nur im Low-Level-Bereich. Also ich glaube bis 6. Aber, oh, es ist einfach so langweilig. Ja, geil. Ah, siehst du, der Sumo hat verloren. Also mein Team wurde einfach auch hart überrannt. Ich stand gar nicht aggressiv. Ich stand einfach nur scheiße. Das war gerade... Positioning war nicht gut für den Gegner, den ich da hatte. Ich hätte mich so positionieren müssen... dass ich an seine Unterwanne komme, weil oben bin ich kaum durchgekommen, die Kuppel zu treffen. Ich muss auch meine Mausentstellung, glaube ich, noch ein bisschen langsamer machen. Das habe ich im VOT jetzt auch alles geändert. Okay, hier kommen wir gleich auf Kontakt. Das finde ich gut. Wo ruckelt das bei euch? Das sieht im OBS gerade so aus, als wenn es ruckeln würde. Also mein Spiel läuft sahnemäßig. Performer sagt er zwar super, aber sieht irgendwie im OBS jetzt gerade anders ausgesehen. Puri Puri! Oh! Oh, den habe ich gar nicht gesehen! Oh, Rückzug! Rückzug, Mutti! Oh, der hätte ich eigentlich schießen können. Ah, ich habe Support von hinten. Kavallerie ist da. Komm, dreh dein Rohr. Ein bisschen anwinkeln. Jawohl. Wie sieht es hinter mir aus? Scheiße, wo fahre ich denn drauf? Oh, Bros hat beide verschossen auf mir. Wen habe ich denn hinter mir? Ah, okay, okay. Läuft also. Einfach durchpushen und mich kaputt schießen können sie nicht. Gott sei Dank hat die russische Panzerung diesmal ein bisschen gehalten. Und mein Fail damit ausgeglichen. Aber unser Team kriegt schon wieder auf den Sack. Oh, hier kommen 4 Heavies gleich. 5 Heavies. Oh, ich sehe uns gleich hier richtig elendig draufgehen. 5 Heavies und oben links waren auch nochmal 3 Panzer. Das heißt, ich muss hier unbedingt nochmal irgendwie ein bisschen aktiv werden. Solange der 50 TP noch da steht, können sie nicht pushen, aber er ist gleich weg. Dann bin die nächste Bastion, die sie zerschießen, das bin wohl ich. Ja. Ich krieg, entweder fahren die mich gleich von hinten an, das, oder, ja. Er weiß noch nicht, dass ich hier bin. Jetzt weiß er es auf jeden Fall. Ich hoffe, die deffen mein Ass. Wirklich. Da stehen aber meine ganzen kleinen Camper-Boys. Stehen eigentlich ganz gut. Der wird sich hier, glaube ich, nicht mehr... Ja, von hinten. Ich habe es geahnt. Oh, ich habe wirklich gedacht, die safen mich. Ja, Borosk ist jetzt leer. Ist ja gar nicht der Borosk. Ja, scheiße. Ich kann hier vorne eigentlich halten. Aber meine Jungs decken mir nicht den Rücken. Ja, ich muss mich jetzt umdrehen. Ich habe gar keine Wahl. Pest oder Cholera ist es. Ah, da komme ich nirgendwo durch, so wie der steht mit seinem IS-3 Alpha.
Das Problem ist, fahre ich hier wieder an meinen Spot unten, weiß ich ganz genau, dass dieser kleine, nette Panzerfahrer hier mit seinem CS-53 100 Pro wieder runtergefahren kommt. Aber ich weiß nicht, dass hier auch noch irgendwo ein TD ist. Aber ich muss ihn nur zweimal noch hitten. Oh, er wäre sogar fast one-hit gewesen. Oh, IS-3 will. IS-3 will. IS-3 hat. Jetzt kommst du aber ins Geschichtsbuch, mein Freund. Oh! Oh, warum ist der hinter mir? Was macht denn mein Team da hinten? Verdammte Naht, Leute. Eigentlich war es gar nicht so schlecht gespielt. 1009er WN8 geschossen. Ach, seht ihr gar nicht so richtig, wa? Weil da oben das Ding drüber ist. Aber ich sehe es. 1908 WN8. Also es war keine schlechte Runde so für mich, ne? Ich habe mein Ding gemacht. Ich habe 1671 Damage geschossen. 1200 bouncen lassen. Ich habe mir eigentlich ein bisschen gewünscht hier, ne? Die Jungs da hinten hätten mein Ass schützen sollen, als ich da vorne war. Habe ich mir so ein bisschen erhofft. Und dann habe ich gedacht, okay, kein Problem. Wenn ich hier oben den Feind weghalte, werden die ja den Feind, der von dort kommt, wenn die da mein Ass schützen. Aber war nicht der Fall. Da steht der auf einmal hier mit seinem Heavy. Extrem ungünstig, meine Lieben. Aber was soll ich machen? Shit happens, passiert halt, wa? Lässt sich nun mal nicht ändern. Gut. Nichtsdestotrotz, habe ich reingeschissen. Aber ich habe mein Ziel erfüllt. Ich habe meine WN8, ich habe mein Damage geschossen, so. Ist nur der Casual-Account, scheißegal. Also, auch wenn ich hier richtig reinscheiß, dann ist das halt so. Ich könnte auch mal die VK fahren, weil ich ja... Oh, guck mal, die hat auch nur 33%, ne? Nicht so ein toller Panzer für mich. Ja. Also mit dem hier, der ist wirklich schön, ne? G-Saw, 1008, ne? 63% Winrate, das gibt schon ein paar gute bei mir. Aber auch viele, wo ich halt nicht so gut gefahren bin. Ach komm, wir fahren mal die VK, das alte Eisenschwein. Komm, was soll's. Irgendwie muss ich ja mal an mein Mäuschen kommen. Also muss ich da durch und das Teil fahren. Hilft ja nichts. Hm. Ja, super, dass ich direkt in den 10er-Gefecht reinkomme mit der Möhre. Da habe ich ja richtig Bock. Und dann noch eine Karte, die ich auch nicht so geil finde, muss ich ehrlich sagen. Ach, was willst du machen? Kannst ja nichts machen. Weiß ich nicht, deinem Freund, also mir schenken. Ah, guckt euch diesen Wendekreis an, ey. Oh, Leute, Leute, Leute. Ja, Twitch-Drops sind übrigens an. Also wenn ihr World of Tanks habt, durch Zuschauen werdet ihr hier natürlich belohnt. Danke. Danke für das Kompliment, mein Schatz. Ja, ich kam aus dem Pool, ich habe mir nicht die Haare gemacht. Ne? Seht's mir bitte heute nach. Ich sehe aus wie ein Dreckspenner. Ist aber nicht schlimm, ich zock dafür, ja. Zum Zocken muss man hier hübsch sein. Ah, ich hänge hier richtig dolle hinterher, gerade weil dieser Panzer einfach scheiße langsam ist. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass es alles Zehner sind. Aber dass ich hier den Hill erklommen habe, ne? Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter hier ranfahren. Sonst könnte ich gleich aufs Nüsschen kriegen. Und der Coppola, ihr seht's da, der ist halt auch nicht gerade klein bei der guten VK. Aber das ist halt wie im Großen. Aber die Kanone ist, glaube ich, relativ genau gewesen. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Bin den auch schon eine Weile nicht mehr gefahren. Aber wenn ich... Ne, kriege ich ihn gar nicht rein. Ja, hier ist IS-3 leider draufgegangen. Da haben sie den Push durchgekriegt. Schade. Ah, das sind so Momente, wenn ich hier so auf so einer freien Fläche beim großen WOT fahre, ne? Da fehlt mir noch so ein bisschen die Kenntnis einfach. Ich weiß nicht, ob ich gleich zerschossen werden kann. Bei ein paar Maps weiß ich es, aber hier... Minimal. Problem ist, ich bin die ganze Zeit total uneffektiv. Aber mein Team gewinnt.
Also 4-0 zumindest momentan. Ich weiß, hier vorne an den Buschen habe ich früher mal gestanden und habe da rein und raus gerotzt. Ich glaube, ich fahre aber lieber mit Kranwagen E75. Ey, ich habe noch nicht einen Schuss abgesetzt und ich hätte auch noch keinen setzen können. Der Panzer ist so langsam, dass ich nicht mal die Chance gehabt hätte, jemanden anzuschießen. Oh. Naja, was soll's. Vielleicht kriege ich ja noch mal ein Schüsschen ab. Ich weiß nicht, ob ich Schuss-Sichtfeld habe. Ne, war ein Versuch wert. Der Reload ist auch nicht so krank von dem Ding, das geht schon. Ich dachte, ich probiere es mal. Oh doch, der konnte auf den Löwen wirken hier. Dann kann ich das doch auch. Wo ist er denn? Ah ne, da ist ein Stein. Oh, lass mich mal wenigstens 2 Hits machen, bitte. Für die WN8, meine Lieben. Nur ein bisschen. Ey, Leute. Hallo. Oh, ich push den jetzt einfach. Geht ja nicht anders. Und wenn ich sowas sage, bin ich meistens direkt danach tot. Ach, hier vorne Emil. Oh. Sorry, Großer, ich komme gerade. Oh, ich bin so langsam. Ich weiß gar nicht, ob mir noch die Teile für Motor und so fehlen. Oh, lass mich doch mal bitte irgendwo dran knabbern. Ich will doch nur einen Hit machen, Mann, Alter. Ich komme zu nichts. Jetzt. Nein. What the fuck? Es lebt noch ein Panzer und ich habe genau nichts getan. Ach, der ist auch noch da drüben. Oh. Eine beachtliche Runde, muss ich sagen. Von mir habe ich richtig reingeknattert. Oh, VK ist halt auch wirklich nicht so schnell, meine Hübschen. Muss ich ehrlich sagen. Ihr wisstet ja, ist ja im Groß und Klein auch so bei Blitz. Ja, da brauche ich keine Booster anschalten bei der Scheiße, die ich da zurechtgefahren bin. Oder? Ja, wer weiß, wie oft ich mit denen den gewinne. So. Ich muss mal schauen, ob ich da überhaupt alles eingebaut habe in der Gerät. Deutsche. Da bin ich gar nicht so ganz sicher. Hier oben ist er. Funk fehlt mir noch. Waffe fehlt mir auch noch. Oh. Hier fehlt ja noch alles. Motor fehlt mir. Ah, okay. Kette fehlt mir. Okay, das erklärt, warum der gerade so langsam unterwegs war. Oder dich hätten die hatten einfach nur Angst. Als ich dahinter stand, so wie so der Türsteher, haben die alle gedacht: Oh, Scheiße, lass die anderen davon schießen. Ungefähr so wahrscheinlich. Naja, vielleicht auch nicht, aber das war wahrscheinlich der Grund, weil da hinten der dicke Bruder stand, haben die alle Panik bekommen. So, ich werde mal ganz kurz frische Luft schnappen, meine hübschen Freunde. Ach, Scheiße, wir haben das falsche Overlay eigentlich zum Quatschen. Weil da stört das alles. Ja, was sagt ihr eigentlich zu dem Overlay? Zu dem neuen. Boah, Entschuldigung, Look, den ich habe. Den habe ich auch für World of Tanks Blitz gemacht. Sieht da nur ein bisschen anders aus, weil alles ja anders angeordnet ist. Ich kann es euch ja nur mal aus Spaß zeigen. Also so ungefähr sieht es dann bei Blitz aus. Ist halt ein bisschen weniger Schnickschnack wegen der Karte und Blau und Peng. Aber sieht trotzdem gut aus, ne? So, aber gehen wir weiter hier hin. Gut, war auf jeden Fall ein fieses Ründchen. Ich habe echt nichts getan und trotzdem gewonnen. Das ist schon echt traurig. Aber manchmal ist es halt, da muss man halt auch mal Glück haben. So, ich bin gleich wieder da. Geh kurz frische Luft schnappen und dann sehen wir uns sofort wieder.
So, meine Hübschen, ich bin wieder da. Ey, es ist so scheiße heiß hier, wirklich. Ihr könnt euch das vorstellen. Drei Lampen an, die mich hier anstrahlen. Oh, und das ist draußen brennt es. Botkowski, mein Lieber, ja, auf dich habe ich gewartet. Du bist eigentlich der zweite von den Blitzern, die hier heute mitfahren, mein Freund. So. Bist du ready? Kannst du reinjoinen oder wie ist hier der Plan bei dir? Ah, habt ihr was in DC geschrieben? Das heißt wahrscheinlich nicht. Dann muss ich den Streamtag ändern. Ah, okay. Alles klar, habe ich verstanden. Also erst raus. Habe ich gelesen. Dann ändere ich mal ganz kurz den Streamtag, weil dann ist es nur ein Blitzer. Twitch Stops. Ein Blitzer. Dann heißt es spielt. So. Ja, VK war elendig. Keine Upgrades, nichts drauf. Man hat es gesehen. Ich habe wirklich die Hütte auch gut voll gekriegt. Also hätte ich zumindest, wenn ich dann im Gefecht gewesen wäre. Ich weiß nicht, wollen wir mal einen neuen erfahren? Das ist auch ein schöner Panzer. Den habe ich mir im Event erschossen. Da musste ich einfach, weil ich fand den so geil mit dem Tiger. Guckt euch mal diese Tarnung an. Einfach nur schmackofatzig das Ding. Aber komm, Somwa, oh Gott, nur 50%. Da muss ich jetzt mal einen draufpacken. Oh, wieder ein reines Achtergefecht. Da haben wir aber heute relativ viel Glück. Oh Gott, ich sehe aus um die Haare, ey. Naja. Auch halt falsche Szene. Das ist die richtige. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ich bin zu lange das Große nicht mehr gefahren. Ich fahre mal den anderen hinterher. Aber ich glaube, wir müssen rechts rum. Oder gerade und dann links halten. Ah, ich glaube gerade. Dann komme ich das mal den Löwen vor. Ja, Somwa ist halt einfach mein Panzer. Ich weiß nicht warum. Aber hier im Großen ist er deutlich stärker. Also nochmal einen Tacken stärker. Und das ist quasi, ihr kennt die Karte vom Kleinen. Ne, es ist halt sehr ähnlich. Oh nice, der erste ist schon raus aus dem Gegnerteam. Ne, die Stelle kennt ihr hier und dann geht es hier rechts hoch auf dem Hill. Das kennt ihr ja aus dem anderen. Man muss hier nur tierisch aufpassen, weil hier wird man auch schnell weggefatzt. Na, da wird der nächste. Oh, der Med drückt hier ein bisschen. Ja, da hinten schießen die TDs auch schon auf mich, wenn sie hier durchballern wollen. Ich stehe doch tatsächlich sehr aggressiv, aber wir haben den Hill. Deswegen will ich hier eigentlich Pressure halten. Ich muss hier auf den CS-52 aufpassen. Da ist schon wieder hier in den Stein geschossen. Irgendwo da hinten steht ein TD. Oh, Arti feuert auch da hinten aus der Ecke. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, hier hinzufahren. Ah, die Ente. Steht, glaube ich, super. Da komme ich, glaube ich, nirgendwo durch. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Na, ich hab's eigentlich geahnt, dass ich nicht durchkrieg, das Ding. Die Ente steht hier gut. Ah, ich komme da einfach nicht durch. Ich lade mal auf APCR. Oh, scheiße, ich habe so hart kassiert schon. Ich muss jetzt wirklich Gemach machen. Aber guck mal hier die Karte, ihr kennt es, ne? Aus dem kleinen WOT. Sieht nur ein bisschen besser hier aus. Alles ein bisschen größer. So,
So, APC ist gleich durchgeladen. Das Problem ist, fahre ich jetzt hier nochmal raus. Er hat mir direkt vorne, nee, oben die Nekropole hat er mir reingeschossen. Okay. Ich muss hier ein bisschen softer machen. Ja, ich meine, wir haben hinten, haben wir noch einen T28, der uns wahrscheinlich deckt, aber ich, wir wissen ja, ne, wenn man sich darauf verlässt, dass die Teammates einen den Arsch frei halten. Oh, ey, Mann, das macht er so gut mit seinem Radpanzer. Das war auch ein Grund, warum ich rausgegangen bin. Aber alles viel größer. Ja, sieht halt alles ein bisschen schicker aus. Ich will hier nicht rausfahren. Ich bin einfach tot, wenn ich das mache. Ich weiß genau, wo die scheiß Arti da hinten sitzt, ne? Aber da komme ich, glaube ich, nicht ran. Nee. Ich weiß nicht, oder sitzt der da? Oh, er drückt. Er guckt gerade in die andere Richtung. Na, sein Rohr dreht zu schnell. Er steht super. Ich könnte jetzt auf ihn wirken. Ich würde auch durchkommen. Problem ist, ich überlebe keinen Schuss mehr von ihm. Also, jetzt habe ich die Arti nicht gesehen, aber... Nee, ich komme da gar nicht ran, glaube ich. Ich mache hier einfach nur die Hütte dicht. Das ist alles andere. Mach jetzt. Ich habe null Schaden geschossen, die Runde. Oh, da sind sie zu zweit. G-Saw. Ist eigentlich eher wie eine Med. Jetzt hat er geschossen. Ja, war ein Versuch wert. Aber sein Reload war gleich fertig. Deswegen habe ich wieder einen Rückzug angetreten. Oh, ich lade, glaube ich, nochmal nach. Gradzahl? Was meinst du? Wo denn? Rechts ist der Zoom, links ist die Reload Time. Darunter ist das Magazin. Oh, schönes Ding vom T28 hier. Jawohl, da ist die Ente auch raus und ich stehe immer noch, Gott sei Dank. Ich könnte vielleicht hinten auf die wirken. 4 Sekunden noch, aber hier sterbe ich auch. Oh, oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich kann ihn fast. Da wird ja nicht noch einer im Busch sitzen. Wenn nicht, bin ich gleich tot. Ich hoffe, er zieht nochmal vor. Doch, da sitzt tatsächlich noch einer. Ja, habe ich nichts gemacht, außer naja, mittelmäßig gespottet. Schade, aber ich wollte nicht sterben. Warum? Neben der Minimap. Ach so, das ist die Anzeige, wie weit ich, glaube ich, einziele, habe ich da. Das ist auch ein Add-on. Genau. Also, ich zeig's dir gleich nochmal, wenn wir drin sind. Ich glaube, das war mein Aiming-Time. Nee, das war nicht gut. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Mann, ach, schon wieder mit Durchschaden gewonnen. Muss man erstmal können. So, neue Runde, neues Glück. Aber das ist die Aim-Time, bin ich mir ziemlich sicher. Wir gucken gleich mal rein. Hab da gar nicht so gerade drauf geachtet. Oh, Karo ist erste mit dem Fisch. Leute, da geht noch was bis Sonntag, oder? Ja, genau, ist Aiming-Time. Ja. Seht ihr das? Das ist die Aiming-Time. Wie viele Sekunden es dauert, bis er voll eingeaimt hat. Oh, mich zu einem Duell herausgefordert. Ich hab da kein Ding drauf. Ich kann nicht, ich muss spielen. Ich kann nicht. Ich muss hier mal ein bisschen hinterherkommen, damit ich auch ein bisschen Damage schiebe. Das hieß ja, ich habe jetzt hier ein paar Runden echt eine super schlechte Weihnacht. Haben wir eigentlich ein reines Achtergefecht, das finde ich ganz gut. Auf jeden Fall schlimm, ich will mal links unten auf die Minimap gucken, wegen dem Blitz, aber ist ja hier ja nicht.
Scheiße, da hätte ich vielleicht sogar wirken können. Muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich hier gleich wieder herkomme. Aber genau sowas ist natürlich was für den Zumba. Scheiße, wenn einer rausfährt. Ah, der TD wird wieder gleich hinten irgendwo auf uns feuern, ich sag's euch. Ah, ich hätte natürlich auf Luck einkommen lassen können. Oh, da hat die Arti schön einkommen lassen. Wobei, Leute, Arti ist gar nicht mehr so schlimm vom Schaden her. Junge, 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 Alter. Da hau ich ihm voll auf die Kommandantenkuppe in dem Tiger Zoo. Und das Ding hat sogar gesessen und ich bin irgendwie nicht durchschlagen. Ach, das Glück ist mir nicht hold gerade. Ich glaube, ich knall mir den Reload rein und dann pushe ich damit rein mit den Jungs. Muss nur einmal kurz warten, bis die Arti Feuer raus hat. Ich müsste mir mal die Aiming Time weiter nach oben setzen. Ne? Die gehört eigentlich weiter nach oben. Aber ist manchmal ganz interessant. So, jetzt. 5 Sekunden noch, ich fahre jetzt mit vor. Scheiße, da hat einen meiner Jungs zerlegt. Aber jetzt können wir eigentlich rausfahren. Der Medium pusht mit. Jetzt müssen wir richtig einen kicken lassen. Ach komm schon, scheiß drauf. Oh, Scorp, nee, irgendein TD sitzt da hinten. Oh, der hat mich hart rangenommen. Reload es an. War trotzdem wichtig, dass ich damit rausgepusht bin. Ah, nice. Hinten hat er gerade aufgemacht, aber die Su hat ihn zerfetzt. Aber wir wissen, dass da hinten die TDs sind. Habe ich ja gerade leider auch am eigenen Leib gespürt. Ich werde mal hier rechts mit dem Objekt mitfahren. Ja, sorry, habt ihr Ausbauung abgelehnt. Bin feiger. Feiger bin ich. So, ich bin schon wieder One-Shot, ne? Das ist ärgerlich. Und ich will hier nicht den ersten machen, der vorfährt. Die fahren alle in die City. Ach komm, ich fahr mit. Ich muss mich nur ein bisschen zurückhalten. Den 703-2, den habe ich auch gerade zum Ausleihen. Ich bin ja fast geneigt, die mal Probe zu fahren. Oh, ich bin aufgegangen. Warum bin ich aufgegangen? Buddy. Oh, jetzt habe ich gerade kurz geschwitzt, ne? Ich dachte, jetzt bin ich dead. Wir haben die ganze rechte Flanke, sehe ich gerade. Haben wir gar nicht. Ich habe irgendwas gespottet. Oh, hinter uns. Ich deppel. Komm schon. Ich dachte gerade, sag mal, warum bin ich auf? Warum habe ich was gespottet? Blick auf die Karte hilft. Aber ich habe nur nach vorne geguckt. Und mich gewundert. Oh, geht da irgendwann auf hier? Ich hau jetzt mal einen Reload ein. Ich mach den Tobi. Bei Blitz, bei WOT. Oh, sieht erstmal gar nicht so schlecht aus für uns. Ich bin schon wieder auf. Warum bin ich auf? Durch den hinter mir? Ich bin bestimmt gleich tot. Rechts wird irgendwas noch sein. Ich bin mir irgendwie versichert. Guck
unfassbar, wie die auf mich geschossen haben, ne? Also diese Farbkleckse und so, das sind alles Add-ons, die ich drauf habe, weil es einfach cool ersichtlich dann ist. Ne, Premium-Munition geschossen und durchschlagen und so. Also es war Heat. Oh, da oben. Ich sag's euch doch, rechts ist er 100 Pro. Eine Lorraine. Da sitzen da auch 100 Pro die anderen Mates alle oben auf dem Hill. Problem ist, ich bin eigentlich echt für jeden One-Shot und ich möchte die Runde eigentlich ganz gerne überleben. Hier ist noch ein kleiner Hügel. Bis dahin traue ich mich auf jeden Fall, dass ich vielleicht nochmal mitwirken kann, wenn was ist. Aber ich will nicht den Spotter machen mit meinen Schadenspunkten. Aber ein Versuch wert. So, Centurion, wir wissen schon mal, wo er ist, aber ich werde nicht weiter vorfahren, weil ich bin schön zugeblieben hier hinter dem Busch. Das soll auch bitte so bleiben. Ich werde jetzt keinen Reload machen. Ich will die drei noch versenken, sobald sie aufgehen. Gott sei Dank spottet mein Team. Hier Doppelbusch sogar mit dem Bäumchen. Vielleicht so ein bisschen zumindest. Komm, mach den Centurion bitte nochmal auf. Oh, er ist da unten geblieben. Verdammt. Ah, der ist bestimmt in irgendeiner Senke. Da kriege ich keine Vision. Ah, jetzt holen sie sich den. Ach, naja. Sieg ist Sieg, meine Hübschen. Sieg ist Sieg. Kannst du nichts machen. Ich bin ein Busch. Ich bin ein Busch. Ach ja. Aber läuft jetzt ein bisschen besser mit dem Sumwa, muss ich sagen. Crew kommt auch langsam nach oben. Das nervt mich auch ein bisschen beim großen WoT, dieses Crew-Gelevel, ne? Das ist wirklich eine unglaubliche Arbeit. Sehr schön, 10er Gefecht in der Tundra. Da weiß ich genau, wo ich hinfahren würde, wenn ich einen 10er hätte, aber ich mach's trotzdem auch mit meinem 8er. Wahrscheinlich bin ich hier Two Shot und tschüss. Das ist halt auch gemein, ne? Also beim Großen, beim Kleinen hast du ja immer nur maximal ein Level über dir und hier hast du halt, außer du spielst halt ein blödes Line-Up, aber hier hast du wirklich immer oder oft hast du zwei Level über dir Gegner. Es ist machbar, aber es ist schon hart. Also wenn du 10er spielst, ist halt super entspannt. Deswegen hier lohnt sich 10er spielen halt noch mehr, weil du halt auch diese 8er Matchups hast, da kannst du einfach so rasieren. Ah, G-Sword 1008, das ist so ein geiler Panzer, habe ich auch, ey. Das ist wirklich herrlich. Ist ein TD, der aber eigentlich ein Miet ist. Seht ihr auch an der Geschwindigkeit da vorne gerade. Ja, hier ist eigentlich immer Riesengeballer. Ihr seht, das Gegner fahren hier hin, wir fahren hier hin. Erster von uns ist tot, das ist schlecht. Und hier bei diesem Spiel, beim Großen ist es auch so, wenn du Leistung hast, dann bringt sie dir auch viel mehr als im Kleinen. Im Kleinen, ja, okay, ist ein bisschen mehr PS, bisschen mehr Leistung, aber hier merkst du es ungemein einfach, es ist so krank. Oh, den habe ich so fett gekettet, dem Jungen. Dem habe ich das Spiel richtig versaut gerade. Da ist einfach, dieser Panzer ist einfach Liebe. In so einer Situation. Ach, die Ratte, den habe ich nicht gesehen.
Egal, ich mach den Reload erstmal, bevor ich hier weiter rumspiele. Bisher 905 WN8. Ja, das geht nicht mehr. Also du kannst nicht mehr auf eigene Mates schießen. Das haben die rausgenommen. Ich weiß nicht wann, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr möglich. Früher war es echt gang und gäbe, da hat man einfach die Arti zerschossen oder so. Wer jeder Arti-Spieler gehasst hat. Und Arti war früher auch viel schlimmer. Also heute hat die Arti eher so einen CC-Charakter, also die Crown Controllen. Und dieser Leopard da hinten, der macht das gescheit. Der hat schon wieder auf einen geballert. Problem ist, meine Vision reicht nicht aus. Jetzt kommt er wieder vor, aber diesmal bin ich bereit. Ah, das war jetzt nicht so cool, der zweite. 1290 WN8. Aber der AE Phase 1 pusht ihn jetzt. Ach komm, scheiß drauf. Ich hau meinen Reload nochmal an, bevor ich hier rausdümpel. Die cappen unser Gebiet? Ach, come on. Mit einigen sogar. Wir recappen auch schon. Wahrscheinlich hier deren letzte Hoffnung. Ich guck mal, ob ich hier ein bisschen mitwirken kann. Vielleicht lässt der Progetto mich ja mal auf seinen Spot. Solange wir da hinten die Leute aufhaben, ne, kann ich natürlich jetzt auch hier rausknöpern wie so ein großer Mann. Na, deswegen brauchen wir diesen Hill hier, den wir uns gerade hier mit einigen Verlusten erkämpft haben. Das ist halt der Hintergrund. Weil du von hier wirklich geil wirken kannst, in alle Richtungen. Wirkungstreffer. 2560 WN8. Die Runde ist gut gelaufen. Und wir haben gleich... Nein, er ist rausgefahren. Er wollte den Cap nicht durchziehen. Warum? Ah, egal. Reload. 25 Sekunden noch. Also die Runde ist, glaube ich, echt gut gelaufen für mich. So, 10 Sekunden noch. T95 halt wieder, ne? Eisenschwein schlechthin, Alter. Ich weiß gar nicht... Der ist wahrscheinlich von Anfang an... Reload! Nein! Komm, ich will den haben! Nein! Ach, Kartoffelkanone! Oh yeah! Trotzdem gute Rolle. Aber irgendwie scheint mein OBS hier ein bisschen zu laggen. Oder meine Kamera nur. Ich bin nicht ganz sicher. Woran könnte das liegen? Man weiß es nicht. Aber hier läuft alles super. Habe ich da irgendwas? Ich muss noch mal ganz kurz in das andere Bild gehen. Ich habe sie, wie gesagt, erst heute gebaut. Ist eigentlich alles ganz normale Dinge. Duell, 4 Stream. Na komm, machen wir mal eins. Warte, Ausrufezeichen. Duell, Leerzeichen, Add. Wer hatte mich rausgefordert? Mark war es, oder? Ja. Komm, mach ich auch mal Duell. So. Ich hoffe, ich gewinne. Oh, ich habe irgendwie falsch geschrieben. Muss ich nur Accept schreiben? Ich sehe jetzt meine eigenen Befehle gar nicht mehr. Sorry, ist ein feiges Huhn. Nein, warum?
Warte, ich mach mal den Anfang. Duell. Add. Ich hab's doch eigentlich richtig gemacht. So. Ah, jetzt komm. Ein Duell mache ich doch mit hier. Erstmal das Overlay umstellen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt hier, das Ding. Komm, mach ich mal. So, der Kampf hat begonnen. Oh, Mark hat mich verprügelt. Ist ja schade. Ey Leute, ich muss mir kurz trinken holen, weil es ist fast schon wieder leer. Ich siffe hier schon wieder, aber es ist auch wirklich scheiße. Ich bin sofort wieder da, ja. Seht's mir bitte nach, weil es einfach granatenheiß ist. Hier, guck mal, die Haare, die kleben hier schon. Es ist wirklich, wirklich warm. Bis gleich. Be right back. Meine Güte. Es ist so heiß. So heiß. So heiß. So. Freunde. Ja, Sumo läuft gar nicht so schlecht, finde ich gerade. Deswegen spiele ich die nochmal. Ich muss nämlich auch unbedingt Credits und so farmen. Ich bin hier echt eine arme Socke. Oh, reines Achtergefecht, das ist schön. Könnte echt so viel wie ein Schwein, ne? So. Da
bekommt der Begriff Schwitzer einen ganz, ganz neuen Namen. So, ich würde links Richtung Burg fahren. Ne, die Heavys wollen alle nach rechts fahren. Dann fahre ich mit den Heavys mit. Ach, oh, nee, nicht zu dem Luftboot. Ja, ach, das ist immer... Okay. Immer heikel hier, richtig heikel. So. Concentration, Concentration, Concentration. Problem ist, mein Coppola ist hier beim AMX relativ groß. Beim AMX, beim Sumwa meine ich. Den können die gut hitten. Wenn du gute Gegenspieler hast, dann treffen die das Ding auch dauerhaft. Nice, der ist raus. Na komm, Löwe, noch ein bisschen, dann kann ich deinen Mini-Coppola vielleicht treffen. Nee, kann ich gar nicht. Er deckt ihn gut mit seinem Rohr. Verdammt. Scheiße, dass die, die rechte Seite hier bloß von einem Med zugemacht wird. Schön ist, wir haben die Runde keine Arti dabei. Ich weiß gar nicht. Oh, die Sud steht da, ne? Ganz gefährlich. 4 Sekunden noch, dann kann ich mitspielen. Oh, unser Team kriegt richtig die Hütte voll. Never in Action X müssen wir eigentlich rausballern. Komm, oder nee, ich push die Su eventuell. Ich weiß nur, dass hinten am Hill in der Regel immer diese ganzen Camper nur drauf warten, dass du hier rausfährst. Aber wenn die Jungs jetzt hier vorpushen, da oben ist nämlich auch schon der Emil. Okay, ich habe gar nichts abbekommen. Woo! Yes! Woohoo! Oh, Benny ist am Start. Ein wunderschön, mein Hübscher. Ich fahre eigentlich ungern im Reload raus, aber da vorne die KV4 und der IS-6 unterwegs ist. Ah, da ist jetzt eigentlich der Progetto schön für mich und ich kann nicht schießen. Oh Gott, 10 Sekunden noch, Alter, dann bist du dead. Nein, drück ihn bitte nicht raus. Er steht gerade so gut für mich jetzt nicht mehr. Schade, nur einer. Er steht optimal, ne? Ich gehe nicht auf hinterm Busch, weil er noch nicht durchsichtig ist. Ich drück mal weiter mit vor. Den Progetto könnten wir uns jetzt eigentlich schön holen. Hat sich der IS-6 wahrscheinlich auch gedacht. Boah, die cappen schon unseren Point, aber wir haben hinten noch 3 Panzer. Kommt schon, Boys. Kommt schon, Boys. Push, push, push. Problem ist, da oben ist er, der TD. Boah, jetzt bin ich auf und ich stehe nicht gut.
Ja, scheiße. Ich hab's tatsächlich geahnt. Oh, ich stehe echt ungünstig. Da ist der nächste in Stein gegangen. Da oben werden die ganzen Schweine sitzen, ne? Ich weiß es einfach. Ich kann aus meiner Position nichts tun. Ja, ich weiß, dass die da oben sind. In dem Busch. Ich glaube, ich mach's einfach mal blind. Vielleicht habe ich ja einen getroffen. Okay, wenn die KV4 jetzt vorfährt, bin ich jetzt einfach mal mit dabei. Ein sehr knappes Game hier. Aber wir haben 2000 Schadenspunkte, fast mehr auf dem Feld in der 1500. Objekt 274 Alpha ist richtig cool, habe ich auch. Richtig starker Met. Ich muss an den Hill kommen. Weil ich bin noch voll HP. KV4 kann ja hier den Death machen und den Cap. Wobei die Cap mir jetzt auch. Aber wir haben drei in der Verteidigung. Das sollte eigentlich ausreichen, dass wir hier noch vorne ein bisschen wirken können. Ich habe einfach noch zu viel Schadenspunkte. Ich muss da jetzt mit drauf. Außerdem bin ich Damage geil. Ja, die drei Deffen, das da. Nur noch einer im Deff. Den Rest haben die echt tatsächlich zerlegt. Oh, jetzt müssen wir diese Meats hier jagen. Ich glaube, ich fahre mal über den Hill. 1, 2, 3, 4 habe ich gesehen. 1, 2, 3, ich weiß nicht, wo die anderen sitzen. Aber den kann ich natürlich auch gut was drücken. Wenn ich ein Magazin noch so durchkriege, also das, der Clip macht die halt platt, ne? Aber jetzt sind die alle zu gerade. Scheiße. Oh, leck. Einen haben wir rausgenommen. STA ist gebounced. Oh scheiße, 10 zu 10. Was ist denn jetzt hier mit unserem... Warum hat er nicht weiter durchgekappt? Sauber, der ist auch raus. Oh nein, versaut. Oh, hinter mir. Das Objekt ist irgendwo hinter mir. So, ich traue mich eigentlich nicht in den Reload zu gehen, wenn er dann kommt. Aber ich muss. Versuch nochmal über den Hill am Busch Vision zu bekommen. Pack, wo ist der gerade geplatzt? Irgendwo hier, oder? Ja, da ist er. Nice one. So, das Objekt war irgendwo hier hinten. Gut, vorhin. Jetzt, wer weiß, wo er jetzt ist. Fahren wir durch den Busch. Ich habe eigentlich noch genug Hitpoints. Wenn ich ihn aufkriege, da ist er. Ich kann ihn locker rausklippen. Aber ganz geschmeidig.
Komm schon, komm schon! Lass die Mucki spielen! Nein, er ist hinter der Mauer. Nein, doch nicht, er ist nur hinter dem Hill. Komm, fahr noch ein Stückchen vor. Ah. Oh. Zu gefährlich. Zu gefährlich. Ich muss ihn drücken. Was macht denn der Emil? Der Emil kommt auch. Ich glaube, er ist hier in der Nische, oder? Nein. Emil ist dann. Junge! Boah, jetzt habe ich ein bisschen geschwitzt. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Jetzt ging mir aber die Pumpe, Alter. Alter, Scholli, ey. Boah. Oh, 30% auf schweren Fisch. Genau, Alarm. Komm, machen wir auch nochmal. Warte. Woo, 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 woo. Ah, starkes Rindchen, ey. Oh, da habe ich schon gedacht, wirklich, ich scheiß rein. Jetzt hatte ich Angst, dass ich reinscheiße. Also übel. Da war ich ein bisschen schwitzi unterwegs. Geilo, geilo, ey. Meine Fresse, nee. Das Große macht schon Spaß, ne? Muss man sagen. So soundmäßig und dann über die ganze Karte brettern und den suchen und über die Büsche und so. Ah, ist schon manchmal ganz geil. Wenn ich hier so lustig streame, hätte ich ja eigentlich auch mal, Eigentlich auch mal nicht Premium verlängern, einen Booster reinhauen können, ne? Guck, so lange mache ich auch nicht mehr, weil wir haben ja gesagt, heute gibt's noch DBD, meine hübschen DBD. Da machen wir nur ganz kurz aus und wieder an und dann geht's gleich weiter. Mehr Credits, da sehe ich mich für eine Stunde will ich nicht, habe nicht was für eine halbe. Nee, gibt's gar nicht. Ach, naja, gut, beim nächsten Mal. Ja, noch eine Stunde, dann ist es 21:15. Wir wollen ja noch DBD zocken. Ich weiß nicht, wie fit die gute Caro heute auch ist. Nee, komm. Ich mache ja noch ein paar Ründchen. Läuft ja jetzt ganz gut. Von schlechten wieder DBD. Ja, klar. Abends ist immer DBD-Time. Die DBD. Dip, di, 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 di. Die DBD. Dip, di, di, di. Die DBD. Ach, Panzerfahren ist einfach schön. Egal ob großes WOT, kleines WOT, beides macht halt einfach wirklich, wirklich Spaß. Ja, sagt ihr, der Chat ist besser hier, wo er jetzt ist? Gut, jetzt ist weißer Hintergrund. Was ist denn los, Digga? Ja, mein Sohnemann kam gerade nochmal und sagt, wir müssen den Valo Battle Pass leveln. Ah, das müssen wir auch noch machen. Vielleicht machen wir es nach DBD. Muss vielleicht, wobei ab Assi arbeiten muss, der Benny mitmachen. Nee, der muss auch bestimmt arbeiten. Wird spannend. Wird spannend, spannend, spannend. Ah, ich muss den Battle Pass unbedingt vom Valo schaffen. Wir müssen mal gucken, wann wir Valo knattern. Vielleicht mache ich auch heute mit Jerome heute Nacht ein bisschen Velo, mal gucken. Aber ich will den Battle Pass unbedingt durchziehen, ne? Wo bin ich denn hingefahren? Ah, ich wollte ganz woanders hin. Verfluchte.
Da war ich scheiße beim Zielen. Oh, ich wollte den Light auch gerade snacken. Oh, Kartoffelkanone, Alter. Das Ding ist richtig weit nach oben geflogen. Ja, hier wollte ich gar nicht hin auf den Spot. Ich bin so dämlich. Ich wollte genau auf die andere Seite. Ich habe mich gerade verguckt beim Fahren. Oder dahin. Naja, egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt an dem Spot. Mist. Jetzt habe ich so viel gequatscht. Wo ich noch nie stand beim Heavy. Aber gut, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich es durchziehen. Scheiße, das war nicht geplant. Ja, wir können auch gleich auf DBD umschalten und dann Velo. Ach, was weiß ich denn. Also, es sieht bei mir im OBS laggy aus. Ist ja gut jetzt. Schießt schon wieder auf mich, die Sau. Aber mein Spiel läuft hervorragendst. Aber meine CPU ist ganz schön ausgelastet. Gut, ich spiele, glaube ich, auch 4K. Vielleicht muss ich da einfach ein bisschen was rausnehmen. Falls es im Stream lecken sollte, schreibt es mir mal bitte. Es wirkt irgendwie so im OBS, das heißt, hat aber nichts zu heißen. Und OBS sagt eigentlich Qualität super, aber es sieht so bei mir aus. Scheiße, das muss ich reparieren. Die stehen da super. Ich weiß gar nicht, warum der Skorpion da nicht wirken kann. Die stehen doch alle richtig super. Warum bin ich dann immer gleich auf, wenn ich rausfahre? Nein, mein Reparaturkit ist durch. Oh nein, mein Reparaturkit ist durch. Mann, dieses verdammte Objekt hier hinten. Ach, come on! Ja, macht mir mein ganzes Spiel kaputt mit seiner Kackposition da hinten. Ich hätte hier so schon rausknüppern können. Ey, ist gut jetzt. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Wie sie alle hier blind reinschießen, die Hunde. Guck mal, da hat er mir voll ins Kanonenrohr geschossen vorhin. Mit Premium-Munition. Deswegen war mein Rohr kaputt. Das Problem ist, ich habe aber keine Vision auf ihm. Das scheiß Objekt geht einfach nicht auf. Und da hinten, ich könnte den 53 CP, alle die da hinten stehen, ich könnte da so rausdonnern. Hätte, hätte Fahrradkette, sage ich dann nur. Ich kann hier aber auch nicht weiter rausfahren. Oh, dann machen wir es doch von hier. Da könnte auch einer sitzen, ne? Der würde mich jetzt richtig wegbumsen. Beide Tracks von mir sind kaputt. Und jetzt kommt hier keiner mehr? Kommt mir gerade vor wie ein TD, aber jetzt kann ich auch nicht mehr rausfahren. Das ist der Mist daran. Tut mir leid für die blöde Runde, da bin ich ihn einfach blöd gefahren. Also für die Distanz. Oh, jetzt einen noch. Okay, Reload. Was sagt denn die Karte? Hier vorne sind sie noch. Das Problem ist, das Objekt lebt noch, ne? Ne, das Objekt ist raus. Das heißt, ich könnte hier vielleicht sogar wirken. Ich weiß gar nicht, ich werde hochfahren und ich werde drauf gehen, meine Lieben. Ich werde hochfahren und ich werde zerschnetzen. Ich weiß es einfach. Ah, aber die Neugier ist zu groß. Gucken, aufgegangen bin ich noch nicht. Oh, Scorpion G habe ich hier auch, ne? Das ist so eine Waffe im Großen. Aber im Kleinen auch. Nur da ist es nicht so effektiv, TD zu spielen. Ich glaube, ich fahre mal hinten rum.
Problem ist, ich bin halt... Wow, was macht es? Was heißt der Junge? So, ich hoffe, da sitzt keiner mehr, dass ich jetzt aufgehe und platze. Mut zur Lücke. Und guck mal, wie schön diese Bewegung und der Schnee hier, die Spuren. Oh, das ist einfach so herrlich im Großen. Guckt es euch an, ne? Wow, einfach nur lecker. Na, vielleicht, ich habe eine Idee. Vielleicht, ich muss mal ganz kurz was machen. Vielleicht leckt er auch ein bisschen deswegen. Ich muss mal ganz kurz in den anderen Live gehen. Vielleicht will er da Zugriff hat. Nee, das ist auch doch. Okay, nee, alles gut. Nee, okay. So, egal, weiter geht's. Also bei mir leckt's im OBS komischerweise. Aber wenn es im Stream nicht leckt, dann ist alles gut. Weil mein Spiel leckt auch null. Ich sehe nur leider den Stream nicht, weil ich habe halt nur OBS drüber. So, einer ist da. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Zweiter ist da. Oh, Borastik ist natürlich gefährlich für mich. Da kann mich rausklippen. Da muss ich wirklich aufpassen. Nice, Scorpion hat einen schönen Hit gesetzt. Frage ist, wo ist der TD von denen? Das ist eine Zoom, die könnte mich auch One-Shot nehmen. So, wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo der Canaveral ist. Ah, ne, ist er gar nicht. Boah, schöner Hit. So, Borask ist weg. Wo ist die Zoom? Ich will ungern den Hit von der Zoom bekommen, weil dann bin ich raus. Der IS-3 könnte den nehmen und würde es sogar überleben. Da ist sie. Oh, gut, dass ich nicht durchgefahren bin. Ja, fahr ein bisschen weiter zurück. Scorpion ist dann. Ich muss jetzt drauf fahren. Ah, ich kenne die Reload-Zeiten hier nicht so ganz, aber der müsste nicht lange sein. Okay, er wird sterben, hoffe ich. Und ich werde überleben. Boom, 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 boom. Es läuft tatsächlich ganz gut heute, muss ich sagen. Es läuft ganz gut, meine Lieben. Boah, Halleluja, ey. Meine Güte. Shucky Lucky Balucky, ey. Was willst du machen? Kommst du nicht drum rum, wa? Oh, es läuft, es läuft, es läuft. Mir war das Bein runter. Winrate geht auch hoch, 62% jetzt beim Sumwa. Wobei es ist auch beim Großen immer so eine Sache, ne? Es sind 15 Leute in der Runde. Meiz, meiz, meiz! Fight gegen mich! Ach, da muss ich nur Accept schreiben. Aber mache ich doch schnell. Rasiert habe ich. Rasiert statt kassiert. So, jetzt ist die Frage. Wollen wir noch ein Ründchen machen? World of Tanks? Oder soll ich auf DBD schalten? Ich mache mal einfach eine Abstimmung. Ach, siehst du, Benny hätte ja eigentlich mal. Treuepunkte pro Abstimmung?
Blitzpro-Abstimmung? Zusätzliche Abstimmung zulassen? Nee, das ist ja gemein. Wir hatten das eingestellt. So, also ich stimme eben mal ganz kurz ab, wie es weitergehen soll im Stream jetzt. Ach, warum drücke ich denn darauf? Ich deppel. Hm, keiner stimmt ab. Seht ihr die Abstimmung nicht? Also wenn ihr für WoT stimmt, dann spiele ich noch eine Runde WoT. Momentan ist WoT sogar vorne. Zweimal WoT sogar schon. Hätte ich ja nicht erwartet. Ich dachte, dass hier eher jetzt Dead by Daylight kommt. Ja, crazy. Geilo. Dann mache ich auf jeden Fall noch eine Runde. Denn die Abstimmung ist durch. 100%. Noch zu WoT, das ist ja krass. Wer hätte das gedacht? Ja, Marc, da habe ich gewonnen, mein Lieber. Muss auch mal sein. Och nein, und dann kriege ich ein 10er Matchup. Eigentlich hätte ich aufhören sollen. Das war so ein schönes Finale, letzten Kill geholt. Es ist ja immer das Gleiche. Dann wird man zu gierig und... Da will man immer mehr. Ach halt, Mann, das ist es. Oh. Konzept 1b, aber ohne Tarnung. Ja. Ja, nach der Runde werde ich wieder abstimmen lassen und solange ihr WoT sehen wollt, dann spiele ich WoT. Das ist gar kein Problem. Da bin ich ja offen. Offen wie sonst was, meine Hübschen. Boah, diese Kettenspuren im Sand, ne? Gut, ich glaube, ich habe die Streamqualität ist nicht so hoch, dass ihr das sehen könntet. Aber es ist einfach heftig. So, jetzt stehen sie alle drei hier. Also mit mir, wir alle drei. Und hoffen, dass da einer vorbrechen. Na, der wird gleich hier schön high down stehen. Ja, da machst du alles, aber kommst nicht durch. Doppelkranwagen an der Posi. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, und direkt von der Arti in die Fresse bekommen. Steht denn dahinter? Ach, warum denn auch, Mann? Ach, 10er Gefecht hier, Alter. VK 7501 angewinkelt und ich stehe mit beim 8er zum Wada. Da bleibt mir nur die Kuppel. Auf keine Ahnung, wie viele Meter waren das? Ungefähr. Habe ich gar nicht mehr drin, die Anzeige. Auf jeden Fall eine Menge. Nee, ich lasse mich hier nicht wegballern. Reload ist ja gar nicht fertig. Vielleicht kommt die Arti. Ja. Och, gibt's mir doch hart und dreckig.
brauche den Kommandanten. Nee, scheiße, ich muss APCR laden. Komme ich gar nicht drum rum. Schießen sogar mit Premium-Gold-Munition auf mich. Ne, guckt euch meinen Coppola an. Haben die alle richtig reingeknöpert, ey. Aber ich weiß gar nicht, ob ich hier den Fight haben will. Hier ist zweite Generation. Arti kommt. Arti ist raus. Junge, der trifft schon wieder meine Kommandantenkuppel. Natürlich. Dankeschön. Ich habe sein Rohr gar nicht gesehen. Ich dachte, der kann gar nicht auf mich wirken. Okay, schlechte Runde. Schlechte Runde. Die war jetzt echt miserabel. Na komm, ich würde sagen, ich schalte auf DBD. Habe ich ja angesagt, machen wir auch. Und dann gucken wir wegen Velo. Ich werde keinen raiden, weil ich gleich wieder anmache. War trotzdem ein wunderschöner Stream, meine Hübschen. Hat wirklich Spaß gemacht, mal wieder WoT zu spielen. Und wenn es euch gefallen hat, mache ich es vielleicht öfter. Ja. So, ich mache nur ganz kurz aus. Kostet mich... keine Ahnung, keine Minute, dann bin ich wieder online und dann geht's mit DBD und der Lady weiter. Bis gleich, haut rein.